Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Freitagsvlog. Ich bin jetzt exakt seit einer Woche wieder in der Heimat bei Max und ich muss sagen, die Woche lief eigentlich ganz gut, so zumindest verhältnismäßig. Ich nehme jetzt auch seit genau einer Woche meine Medikamente gegen die Depression und am Anfang hatte ich das Gefühl, da merkt man relativ schnell eine Veränderung. Mittlerweile glaube ich, das war vielleicht eher so der Placebo-Effekt, so das Gefühl, hey, man bekommt Hilfe, irgendwas tut sich gerade im Leben. Dann hatte ich tatsächlich, ich glaube, ja genau, vorgestern war das, hatte ich auch seit langem meinen ersten guten Tag gehabt und da dachte ich mir so, wow, ich war wieder so richtig kreativ, ich hatte wieder so richtig Bock gehabt auf alles. Ich habe auch total viel geschafft, ich hatte Energie und alles. Es hat sich so schön angefühlt, es gab mir so ein Gefühl, wie ich eigentlich mal gewesen bin und das tagtäglich, was jetzt leider nicht mehr so ist. Und ich hatte so die Hoffnung gehabt, wow, das geht jetzt so weiter. Aber leider genau einen Tag später haben wieder die dunklen Tage bei mir angefangen und ich würde sagen, heute ist wahrscheinlich auch ein dunklerer Tag von mir, wo ich relativ wenig Energie habe, wo es mir einfach nicht so gut geht, aber wir versuchen einfach das Beste für heute draus zu machen. Das, was mich eigentlich am meisten fertig macht in meiner Situation, ist zurzeit, dass egal wo ich bin, ich unglücklich bin. Also ich bin hier bei Max nicht glücklich, ich bin aber auch nicht in Jena in der WG glücklich. Ich hatte die Hoffnung eigentlich gehabt, dass es mir hier besser geht, also dass mit Liebe sozusagen alles gut wird, mit körperlicher Nähe, mit jemandem, den man gern hat, dass man ihn permanent um sich herum hat, dass man halt Dinge wieder zu zweit erledigt. Aber das war, glaube ich, ein Trugschluss von mir. Und Max ist auch so ein Mensch, der kann das nicht richtig greifen, der hat in seinem Leben noch nie Depression gehabt oder mit irgendwelchen psychischen Erkrankungen zu tun gehabt und der versteht mich einfach nicht. Also wenn ich zu ihm sage, ich fühle mich gerade wieder komplett am Boden, ich bin so traurig und alles, dann ist die erste Frage, warum fühlst du dich so? Was ist los? Was können wir da tun? Und ich denke mir so, da kann man einfach nichts dagegen tun. Ich weiß es doch selbst nicht, warum ich mich gerade so fühle. Und Max ist halt eher so ein rational denkender Mensch, der will dann sofort einen Lösungsweg mit mir arbeiten. Der will halt irgendwas Aktives tun, damit es mir besser geht. Und ich denke mir so, es geht aber einfach nicht weg, wenn du es einfach wegdrückst oder wenn du versuchst, es irgendwie voranzuschieben. Und dann kommen immer die Kommentare, ja, ich müsste meine innere Einstellung ändern und alles. Und so indirekt der Vorwurf, ja, du willst ja unglücklich sein, aber ganz ehrlich, ich will nicht unglücklich sein, aber ich weiß halt auch nicht, wie ich in der Situation gerade damit umgehen soll. Also ich bin irgendwie selber komplett ratlos und so kenne ich mich halt auch seit vielen Jahren eigentlich nicht mehr. Dass ich so komplett keine Lösung mehr für mich selbst finde, dass ich nicht weiß, wie es weitergehen soll und alles. Ich wünschte, ich könnte meine Gefühle, meine Empfindungen und alles, was mir durch den Kopf geht, irgendwie in Worte fassen und solche Worte, dass man die versteht, dass ein Außenstehender, der noch nie was damit zu tun hatte, sich das anhört und sich dann denkt, wow, jetzt ist mir eine völlig neue Welt erschlossen. Ich will einfach, dass man mich versteht, aber dafür muss ich mich erstmal selbst verstehen und das tue ich nicht. Ich bin gerade in meiner aktuellen Situation auch nicht kreativ genug, um mir da irgendwie welche symbolischen Bilder dafür auszudenken, um zu beschreiben, wie ich mich fühle. Mir geht's einfach scheiße und ich will, dass es besser wird und dass ich auch wieder, keine Ahnung, mal einen Tag aufstehe und mir denke, hey, heute wurde ein guter Tag, aber die Tage sind zurzeit alle scheiße und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Das Einzige, woran ich mich zurzeit auch klammere und das, was ich so für mich gesehen selber machen kann, ist irgendwie so an meinen Routinen festhalten, versuche mich nicht völlig aufzugeben und zu hoffen, dass irgendwann das Antidepressiva wirkt. Aber meine Ärztin hat ja auch gesagt, ich muss Geduld haben mit mir. Es kann 3 bis 4 Wochen dauern, bis das überhaupt erstmal Wirkung zeigt. Und so lange muss ich eben noch irgendwie versuchen, weiterzumachen und daran zu glauben, dass es irgendwie besser werden kann. Boxes are defeated, purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easier concealing. All emotions to the start on your heart going dumb. I shouldn't be in drive more, I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy, I can't see straight. I've been running on the freeway till I get blinded by the headlights. They go past me, I see the last me that I ever will be. That got me asking if living this lightly has that been the right thing, or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go. And as they go past me, the last me that I ever will be. That got me asking if living this lightly is that
in the right then. Or should I be more focused on what she wanted to go? Ali, wie siehst du denn aus? Was soll das? Sitz! Guck mal, wie schmutzig du jetzt bist. Mann, Wally, du kannst dich doch nicht einfach in der Scheiße von anderen Tieren suhlen. Y'all keep looking for a new way. I think I like it how it is. My shoestring's untied, I'm running full speed, with scissors in hand. I love pointy things, let's fall on the floor next to all of our needs. Let's lose inhibition, let's fly like our dreams is reality. Real things ain't quite what they seem. Once you hold it, does it gleam? If it's green, is there a soul? Is a soul a real thing? If you're really in the know, is it all a scripted show with the cameras and lights and the laugh track to kill all of my loneliness inside? And a cast and crew of friends who are always there when things get dry to crack a joke. But instead, I'm here in Cali up in smoke in real life where the whole world broke and the pizza always froze. But it's all good, this is all I'll ever know. So I better chow down while the food straight snow. Make my own damn waves inside my own studio. Taking life for what. Ach Mensch, es ist schon wieder 15 Uhr und ich habe Faktor heute überhaupt wieder mal nichts geschafft. Das ist jetzt schon wieder der zweite Tag in Folge, wo ich wirklich echt 0, gar nichts geschafft habe. Irgendwie habe ich jetzt die letzten Stunden nur so herumgehangen. Ich konnte mich nicht aufraffen. Ich war irgendwie müde, kraftlos, aber gleichzeitig konnte ich auch nicht schlafen. Max hat währenddessen hier seinen Vortrag gehalten von seinem Studium. Da habe ich dann irgendwie so mit halbem Ohr zugehört zwischendurch, mich mit, ein bisschen mit Wally beschäftigt, aber so an sich. Jetzt denke ich mir so, eigentlich müsste ich mich jetzt genau ransetzen und was für Sozialmedizin tun, aber ich weiß nicht, ob das heute noch was wird. Auf der einen Seite darf ich mich halt nicht so hängen lassen, aber dann denke ich mir wieder, ich muss halt akzeptieren, dass das gerade einfach nicht geht. Und das ist immer noch schwer für mich. Also ich weiß nicht, das ist halt gerade keine schöne Situation für mich. Ich kann euch das Ganze auch mal eben zeigen. Das sind alle Lerninhalte, die ich für die Klausur wissen muss. Also ich sage jetzt mal die Überschriften zu den einzelnen Themen, nicht die Themen an sich. Das wäre schön, wenn es nur so wenig wäre. Ja, auf der linken Seite ist Gesundheitswissenschaften, auf der rechten Sozialmedizin. Mit Gesundheitswissenschaften bin ich jetzt schon fertig. Das habe ich innerhalb von 3 Tagen geschafft. Ich habe mir dafür 4 sozusagen vorveranschlagt. Ich war mega stolz, dass ich so schnell durchgezogen habe. Und jetzt müsste ich eigentlich mitten in Sozialmedizin stecken, aber ich schaffe es einfach nicht, damit anzufangen, obwohl es ja auch nichts anderes ist als Gesundheitswissenschaften. Bei Gesundheitswissenschaften hatte ich halt immer noch den Vorteil gehabt, dass es vom letzten Semester war, wo ich relativ gut mitgearbeitet hatte. Ich hatte praktisch so schon alles, ja, mir zumindest das, was man aus den Vorlesungen hätte mitnehmen können, aus den Seminaren, das hatte ich mir schon alles verschriftlich gehabt und musste dann halt nur vereinzelt noch ein bisschen hinterher googeln, das Ganze vertiefen, ein bisschen nochmal nachlesen, damit ich dann halt wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten ich habe, ich glaube 26 Seiten oder so, damit ich das halt für die Klausur vorbereiten kann. Aber bei Sozialmedizin habe ich halt noch gar nichts gemacht. Das war von diesem Semester und der Prof hat zwar gesagt, er lädt uns alles hoch, aber irgendwie hat er mit Vorlesung 4 angefangen, dann hat er 7 hochgeladen und ich dachte mir die ganze Zeit so, wann beginnt denn die Vorlesung 1? Von daher hatte ich relativ spät erst damit angefangen, das alles auszuarbeiten zu können. Und dann habe ich auch gesehen, dass in den Vorlesungen 3 Wörter stehen und dachte mir so, will der Prof uns eigentlich verarschen? Wenn da steht, wenn das Hauptthema zum Beispiel Behinderung ist und dann steht dann einfach nur auf der PowerPoint gerade Behinderung, Auswirkungen von Behinderung, Folgen von Behinderung und das war's. Wo ich mir denke, was soll das? Als hätte mir das geholfen. So, da hätte er schon von Anfang an hier diese Übersicht reinstellen können mit Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen hätten müssen. Und dann hätte ich das machen können, aber so. Ja, und von daher, es sind zwar weniger Punkte bei Sozialmedizin, die ich lernen muss, aber ich denke mir die ganze Zeit so, boah, das ist so viel Arbeit. Und gleichzeitig muss ich damit anfangen, weil ich ja auch noch 2 andere Themengebiete ausarbeiten muss. Ich muss ja auch noch Recht, also Familienrecht und Existenzsicherungsrecht ausarbeiten, komplett auch noch mit Vorlesungen angucken und alles. Und dann muss ich auch noch eine Hausarbeit abgeben für MBST. Es sind zwar nur 10 Seiten, aber muss ich auch erstmal schreiben und mir durch den Kopf gehen lassen. Es wird alles so knapp. Es macht keinen Spaß. We'll be right back.
meine Lieben. Es ist jetzt nach 18 Uhr. Ich habe gerade noch gegessen und ich habe tatsächlich noch ein bisschen was für die Uni gemacht. Ich habe mir 25 Minuten als Timer gestellt, also so typisch Pomodoro-Technik. Ich habe zu mir gesagt, du ziehst diese 25 Minuten jetzt durch und danach ist mir alles scheißegal. Und ich habe dann irgendwann nicht mehr raufgeguckt, also ich habe ein bisschen länger was gemacht. Ich bin auch vorangekommen, aber es ist halt sehr schwierig, wenn man weder Vorlesungen noch Fachquellen oder sonstiges hat und dann plötzlich ins Blaue hineingoogeln muss und sich so denkt, ja, worauf kommst du dem Prof denn jetzt an? Wie tief müssen wir da eigentlich jetzt das alles wissen und können und aufschreiben oder wo, auf welcher Website steht vielleicht nochmal was ganz anderes zu dem Thema, was der Prof vielleicht eher gesehen hat und als relevant eingestuft hat. Es ist halt nicht einfach. Also man könnte wahrscheinlich von den Themen, wenn man Ahnung davon hätte, könnte man das innerhalb von einem Tag alles fertig haben. Aber dadurch, dass es weder Vorlesungen gab, noch irgendwelche Hilfe, Unterstützungen seitens des Profs, ja, muss ich jetzt halt gucken, wie ich vorankomme. Es ist auch sehr schwierig, wenn Max hier zu Hause ist, irgendwie voranzukommen, weil er zockt dann oder macht irgendwas anderes, hat selber zu tun. Und es ist natürlich eine gewisse Geräuschekulisse, mit der ich da nicht umgehen kann. Also selbst wenn ich mir irgendwie Kopfhörer aufsetze, höre ich das ja trotzdem. Und dann merke ich, dass ich innerlich aggressiv werde, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Und dann werde ich sauer und dann hängt das alles so miteinander zusammen. Also eh schon keinen Bock, was zu machen und dann auch irgendwie gar nicht die äußere Unterstützung bekommen, was machen zu können, aber ist ja jetzt auch alles egal. Der Tag ist rum. Max Wolle und ich werden auch noch gleich rausgehen zu unserer abendlichen Spazierrunde. Dieses Mal kommt Max mit. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Es ist irgendwie nochmal schöner, so zu dritt draußen im Dunkeln lang zu gehen, als wenn Wolle und ich nur immer alleine laufen würden. Also von daher, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die nächste Woche werden wird, wie ich nun vorankomme mit meinem ganzen Lernzeug, wie sich auch die ganzen Sachen mit meiner Psyche entwickeln wird und ja, wie wir uns hier so zusammenraufen miteinander. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid beim Freitagsvlog. Und ich würde sagen, bis dahin und bye bye.